Und ich übergebe jetzt mal ganz schnell an den ersten Redner. Das ist der Dr. Wieland Schinnenburg von der FDP-Bundestagsfraktion, der drogenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und kann ich sagen, er ist nicht erst zum Wahlkampf Cannabis-Legalisator geworden oder sich für die Cannabis-Legalisierung auszusprechen. Das geht schon etwas länger so. Ich übergebe an den Herrn Dr. Schinnenburg. Ja, ganz herzlichen Dank. Wer von euch kennt denn den berühmten Spruch von den Indianern, wenn du merkst, dass das Pferd tot ist, auf dem du reitest, gibt es noch eins, du musst absteigen. Und genau das ist die Situation bei Cannabis. Also ich appelliere an Jens Spahn, an die Bundesregierung, an CDU und SPD, endlich einzusehen, ihr reitet ein totes Pferd. Und das tote Pferd ist die Kriminalisierung von Cannabis. Wir haben das jahrzehntelang gemacht, das wurde gerade schon ausgeführt, und es hat sich, vorsichtig formuliert, nicht bewährt. Ganz im Gegenteil, es hat grausame, negative Folgen gehabt. Und darum ist die Freie Demokratische Partei dafür, die Cannabis künftig kontrolliert an Erwachsene abzugeben. Da streiten wir dafür und wir sind sehr optimistisch, dass nach der Bundestagswahl, können wir nicht alleine machen, mit anderen Parteien zusammen, das im Gesetzesblatt sich wiederfindet. Wir haben es diese Wahlperiode bereits probiert, wir sind an der Großen Koalition da gescheitert. Aber wir sind sehr optimistisch, nach der Wahl sieht es vielleicht anders aus, weil ich auch glaube, dass die Meinung in diesem Land sich so langsam ändert. Welche Gründe gibt es dafür, warum wir für die kontrollierte Abgabe von Cannabis sind? Der erste Grund ist, solange das strafbar ist, der Besitz von Cannabis, werden Menschen auf den Schwarzmarkt geschickt. Auf dem Schwarzmarkt gibt es vieles, nur keine gesicherte Qualität. Wenn ich heute zum Schwarzmarkt gehe und mir dort Cannabis kaufe, weiß ich nicht, wie ist der THC-Gehalt. Ich weiß nicht, welche Beimengungen dabei sind. Ja, wie kann das denn sein, dass dieser Staat Menschen in dieses Gesundheitsrisiko schickt? Das könnte man bei einer kontrollierten Abgabe ändern. Zweiter Punkt, es wurde auch schon kurz angedeutet, ja, wie viel Geld lassen wir uns denn entgehen? Auf dem Schwarzmarkt, der macht, wie gesagt, vieles, nur eins nicht, er zahlt keine Steuern. Es gibt da Untersuchungen, 1 oder 2 Milliarden Euro, so viel, würden wir einnehmen als Staat, wenn wir Cannabis kontrolliert abgeben. Dieses Geld wollen wir jetzt nicht irgendwie ausgeben, sondern wir wollen es für Prävention und Therapie ausgeben. Wir alle wissen, dass nicht nur bei anderen Drogen, bei gefährlichen Drogen, nicht ausreichende Kapazitäten in der Therapie vorhanden sind. Und das muss dringend geändert werden. Damit würden wir das nötige Geld dafür einnehmen. Ja, und dritter Punkt. Ich bringe es mal gerne auf die Formel. Ich habe also viel mehr Angst davor einem Einbrecher, als davor, dass der Nachbar kifft. Mit anderen Worten, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und Gerichte sollen sich um solche wirklich gefährlichen Verbrecher kümmern und nicht um Menschen, die Cannabis für ihren Eigengebrauch verbrauchen. Das ist eine völlige Fehlsteuerung von Ressourcen. Mehrere hunderttausend Verfahren pro Jahr. Man ahnt ja gar nicht, welche Ressourcen da verschwendet werden. Wir sind dafür, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaft um Einbrecher kümmern und nicht darum, ob Menschen Cannabis konsumieren, ja oder nein. Da brauchen wir eine dringende Umsteuerung. Das sind drei sehr, sehr gute Argumente, warum wir als Freie Demokraten wollen, dass Cannabis künftig an Erwachsene kontrolliert abgegeben wird. Das ist das Genuss-Cannabis. Ich möchte noch ein paar Worte sagen, auch zum Medizinal-Cannabis. Da ist es ja nun schon so, seit 2017, dass im Sozialgesetzbuch drinsteht, ja, man kann Cannabis aus medizinischen Gründen auf Kosten der Krankenkasse verschreiben. Gut so. Die Realität ist leider so, dass die Krankenkassen diesen an sich guten Ansatz zum erheblichen Teil sabotieren. Etwa ein Drittel der Verschreibungen werden von der Krankenkasse nicht genehmigt. Das ist erstens gegen das Gesetz. Im Gesetz steht es anders drin. Nur in Ausnahmefällen darf es verboten werden, darf es nicht genehmigt werden. Ein Drittel ist viel mehr als in Ausnahmefällen. Und es spricht auch gegen die Menschen. Wenn ein Arzt zum Ergebnis kommt, ich kann meinem Patienten am besten mit Cannabis helfen, dann kann es doch nicht einen Krankenkassenmitarbeiter geben, der viel weniger davon versteht, der das dann verbietet. Wenn ein Arzt der Meinung ist, Cannabis ist gut für meinen Patienten, dann soll er es auch verschreiben können, die Krankenkasse soll es auch bezahlen können. Das passiert derzeit nicht richtig und auch das wollen wir in der nächsten Wahlperiode ändern. Letzter Punkt. Die Frage war gerade, warum es bisher nicht geht. Wir haben entsprechend einen Antrag eingereicht, schon vor über einem Jahr, das zu ändern. Paragraph 31 Absatz 6 SGB 5 zu ändern. Nee, wir sind in der Opposition leider. Wir hätten das längst geändert. Wir haben einen ganz konkreten Antrag, einen Gesetzesvorschlag eingereicht, haben CDU und SPD leider abgelehnt. Aber wir werden im nächsten Wahlperiode wieder einbringen und wenn es andere Mehrheiten gibt, dann wird er auch beschlossen. Das ist also längst nicht nur so eine Idee, sondern konkret durch einen Gesetzentwurf von uns eingebaut worden, vor anderthalb Jahren schon. Haben wir also schon gemacht. Letzter Punkt, die CBD-Produkte, die also nichts mit Genuss und mit Medizin nichts zu tun haben, auch da wissen wir, Cremes und Öle, dass auch dort
sehr unerfreuliche Dinge passieren. Es gibt immer wieder Razzien gegen entsprechende Geschäfte. Das kann auch nicht sein. Auch an dem Punkt müssen wir uns noch weiter anstrengen. Die FDP möchte gerade, Sie ahnen es, wir vertreten auch gerne den Mittelstand, mittelständische Betriebe, die CBD-Produkte verkaufen wollen, dürfen nicht weiter kriminalisiert und kaputt gemacht werden. Deshalb werden wir uns auch dafür einsetzen. Ja, das war das. Ich habe jetzt hier einen großen Stapel an Flyer. Ich komme gleich da vorne wieder hin. Wer mehr wissen will, kann das gerne bei mir bekommen. Ich wünsche der Hanfparade allen Erfolg und ich bin sehr optimistisch, dass in einem Jahr bei der nächsten Hanfparade die Lage schon deutlich besser aussieht. In diesem Sinne vielen Dank und alles Gute von den Freien Demokraten. Dankeschön. Der nächste kommt. So, wer möchte als Nächste? Danke sehr. Mikro ist nicht angesagt. Ah, jetzt. Yes. Vielen Dank, Dr. Wieland Schindenburg von der FDP. Ich freue mich ja auch einen Keks, dass die FDP endlich auch was macht.